Ja, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Staffel 10 und ja, ich würde sagen, heute sind wir mal wieder in einem weiteren Snapshot hier, jetzt auf der 19W11B-Version. Ich werde also jetzt immer am Anfang einer neuen Aufnahme zeigen, in welchem Snapshot ich bin, damit ich das auch richtig in die Beschreibung dann packen kann und nicht wieder irgendwie verwirrt bin oder so. Ja, ist irgendwie so das Beste für mich und ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal hier rein. Ich war gerade schon mal kurz drin, um die Welt zu konvertieren, damit es nicht so lange lädt jetzt vielleicht, ne? Und ja, ich bin ja gestorben letzte Folge und darum sollte es auch erstmal gehen. Ich möchte so ein bisschen schauen, dass ich meine Strategie ändere. Ich werde also heute erstmal kein Thema an sich ansprechen, sondern werde so ein bisschen gucken. Oh, ich dachte schon, das ist ein Creeper. Werde ein bisschen gucken, dass ich erstmal vielleicht so ein paar Sachen durchgehe, die ich ansprechen könnte für später. Ja, dass ich mir was überlege sozusagen live in der Folge und dann werde ich darüber ja später reden, ja. Ich werde das wahrscheinlich eher immer mal so machen. Habe ich auch in der ersten Folge eigentlich ähnlich gemacht. Also eigentlich nicht in der ersten Folge, sondern, oder? Ich glaube, es war die dritte. Auf jeden Fall die erste Aufnahmesession irgendwie. Da habe ich mir dann so Themen nebenbei überlegt, ne? Und ja, das wird eben immer wieder sein. So teilweise. Und ja, es ist ein bisschen blöd. Ich muss wieder abends das Ganze aufnehmen. Ich hätte es gerne früher gemacht. Viel, viel früher, aber. Ja, ich hatte heute früh irgendwie keine Lust oder keine Zeit. Da hatte ich dann noch eine andere Aufnahme und ja, noch ein bisschen was anderes nachzuholen, was ich jetzt am Wochenende verpasst habe, ja. Weil ich wieder zu lange im Discord saß, um ehrlich zu sein, ne? Das war dann auch nicht so klug. Und naja, das weiß ich nicht, hält mich manchmal schon immer von Sachen ab. Zum Beispiel Videos gucken oder so, ne? Und da habe ich das dann heute früh nachgeholt. Und ja. Keine Ahnung, das stört mich immer ein bisschen. Da kann ich dann nicht schon hier irgendwas machen, ne? So von wegen, ja, dass man mal Hardcore 10 guckt oder so. Ach, Hardcore 10. Hardcore könnte ich auch mal machen, ne? Theoretisch. Das wäre natürlich eine Maßnahme. Und ich werde jetzt auch viel, ja, unter Tage wahrscheinlich arbeiten, weil ich brauche erstmal, ja, alles eigentlich. Erstmal vor allem Dias und so, ne? Und deswegen, ja, jetzt einfach mal hier mich einnisten, würde ich sagen, ja. Ich mache auch mal ein Thumbnail wieder. Ich weiß nicht, ob ich die, wie gesagt, wechseln werde, deswegen mache ich immer mal eins. Vielleicht nehme ich auch einfach das Schönste dann am Ende, keine Ahnung. Da kann man ja hier mal von dem Dorf, ne, da kriegt man so ein Feeling hier von dem, um was es in der Staffel eigentlich geht. Und ja, mal gucken. So, erstmal eine Axt craften und dann geht's ja weiter an den Baum, ne. Ich muss dann auch noch schneiden heute. Ach ja, das wird ja noch was. Da habe ich noch einige Aufnahmen, die ich noch nicht geschnitten habe. Und so langsam wird Zeit auf jeden Fall. Naja, dann gucken wir mal. Ich würde sagen, ich hole mir jetzt erstmal ein bisschen Holz, ne? Dann gehe ich relativ schnell unter Tage. Weil, wie gesagt, ich muss jetzt anders rangehen. Ich habe keinen Bock mehr, durch irgendwelche Mobs zu sterben, wenn ich random rumlaufe. Das ist einfach nur scheiße. Und ja, da muss ich jetzt in den letzten Folgen schon das Ganze dann trotzdem mit Themen überspielen, weil ich mir eben vorgenommen hatte, über Themen zu reden. Ja, das war das Problem. Deswegen konnte ich da jetzt noch nichts großartig machen. Von wegen, dass ich jetzt produktiv bin und irgendwie weiter rein butter. Sondern ich musste dann erstmal das Thema ansprechen, weil ich halt Lust drauf hatte und nicht schon wieder alles umplanen wollte, so, keine Ahnung. Ja, da bin ich ja jetzt schon wieder mehrfach gestorben, ne? Mittlerweile ist es mir auch egal, wo mein Zeug liegt, keine Ahnung. Weil, bis ich das gefunden habe, keine Ahnung, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Da fange ich lieber nochmal an, ne? Und dann nochmal und dann nochmal. Ja, ich muss mir vor allem meine Rüstung machen, Alter. Hatte ich überhaupt schon eine? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe mir noch keine Rüstung gecraftet. Und ja, das ist natürlich dann auch ein großer Fehler. So, hier mal die Grasblöcke weg. Die triggern einen, ja. Ich glaube, die habe ich auf dem Thumbnail. Shit. Naja, egal. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich es als Thumbnail nehme. Ja. Wenn ich mir vorstelle, die Thumbnail schon wieder zu machen, da wird mir eh schlecht. Weil, keine Ahnung, für den Kanal hier Thumbnail zu erstellen, da habe ich echt immer keine Motivation. Ich weiß nicht. Das will ich einfach mal so schnell wie möglich hinter mir haben. Allgemein auch das Videos einstellen und so, ne? Scheiße, ich glaube, mir fällt gerade was ein. Ach, scheiße, ich muss heute noch Videos einstellen. Für den Rojas-Kanal. Wo ja Bahop zurzeit noch läuft. Ich glaube sogar, wenn ihr das hier seht, noch, oder? Könnte sein. Oder es ist dann gerade vorbei und Clash Royale ist gestartet, der Nachfolger.
Aber ja, das sehe ich dann, keine Ahnung. So, jetzt erstmal hier. Ich würde sagen, ja, eine Steinschaufel, ne? Das macht natürlich Sinn. Nee, ich. Ja, was soll ich jetzt bauen, oder machen? Ich weiß gar nicht. Ich kann ja nicht viel machen. Ich nehme hier, glaube ich, einfach mal Cobblestone raus, weil ich habe keine Idee, wo ich das sonst herkriegen soll. Dann baue ich es mit Holz zu. Ja, das fällt bestimmt nicht auf. Oder ich baue das ganze Haus ab, ne? Dann fällt es am wenigsten auf. Ja, das ist doch immer gut, ne? Und ja, dann gucken wir mal hier. Erstmal eine Spitzhacke und dann gehe ich hier irgendwo runter. Würde ich meinen, weil ich habe dann auch keinen Bock mehr, mich hier rumzutreiben. Dings haben wir genug, also hier Holz. Ah, shit. Ja, komm, ich grab mich jetzt erstmal, ne? Und dann mache ich mir noch ein Schwert und eine Axt, und dann hole ich mir noch ein paar Tiere. Und vielleicht Holz, ne? Aber jetzt erstmal hier nach unten irgendwo. So, ah, und hier gibt's auch diese neuen Blöcke hier, ne? Kann man die überhaupt craften? Ah ja, in diesem komischen Tisch da, ne? Diesen einen. Da geht das ja. Und naja, mal gucken, ob ich das so schaffe. Jedenfalls, ja, ich wollte über das ein oder andere Studienthema noch reden. Ich hatte mir da überlegt, vielleicht über Anwesenheitspflicht zu reden. Da bin ich, glaube ich, schon mal drauf eingegangen, aber noch nicht so detailliert, oder? Ja, muss ich gucken. Ich kann noch mal das von anderen Gesichtspunkten beleuchten, deswegen werde ich das einfach noch mal als eigene Folge machen. Was könnte man noch machen? Ich weiß gar nicht. Anfangs ist es halt immer schwierig reinzukommen. Ich versuche mal für die Einsteiger so ein paar Themen zu finden. Ja, vielleicht fällt mir noch was Gutes ein. Muss ich mal schauen. Ja, vielleicht kann man noch über, weiß ich nicht, über Studienfinanzierung kann man da reden. Ja, das könnte ich eigentlich machen, so über einen Nebenjob, ne? Über Nebenjobs. Da kann man eigentlich mal reden. Weil das ist eigentlich auch ein interessantes Thema, ne? Da gibt es ja einige Möglichkeiten, aber ich will jetzt noch nicht zu viel verraten. Oder vorwegnehmen, ne? Ja, aber das wäre auf jeden Fall auch eine gute Idee. Ich denke mal, die beiden Themen nehme ich dann für die heutige Aufnahmesession. Und ja. So, vor allem, ich habe gestern erst die Aufnahme von Donnerstag geschnitten jetzt, ne? Also, ja. Ich hänge ziemlich stark nach, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, warum das so ist. Aber irgendwie mit Schneiden habe ich schon immer mal meine Probleme gehabt, dass ich da so hinterher hänge. Ja. Naja, und wie gesagt, jetzt am Wochenende hat sich eh alles ein bisschen verzögert. Ja, durch irgendwelche Projekte und Sachen, die im Discord abgelaufen sind. Aber dafür habe ich dann auf der anderen Seite auch wieder ein paar coole Together-Aufnahmen und so weiter hingekriegt. Für den Ickits-Kanal. Wo ich ja mittlerweile viel, viel weiter im Voraus bin als hier. Ja, es hat sich ja alles ein bisschen umgedreht. Und naja, ist auch ziemlich kurios eigentlich im Vergleich zu früher. Naja, aber die Formate dort, da gibt es einfach so viel immer, ja, so viele Projekte, die da starten und so, und da kann man gar nicht anders als so weit vorproduzieren, ne? Weil ich weiß gar nicht, wann ich das sonst alles rausbringen soll. Das wird sonst zu viel auf einmal. Und deswegen, ja, staut sich das alles so extrem lange an, ne? Stört mich natürlich auch, dass man dann Videos erst so 10 Monate später bringt oder so. Aber ja, wie gesagt, es ist halt schwer, das anders zu organisieren. Und naja, was soll ich sagen? So, dann erstmal hier einen Ofen dahin, dann hier schmelzen und in der Zeit mache ich mir mal wieder, ja, ein Schwert und so, ne? Eine Axt wollte ich ja noch. Dann zack und zack. Na komm, das hätten wir. So. Und ja, Essen brauche ich noch. Stimmt, ja, das wollte ich mir auch gerade holen. Danke für die Erinnerung, ne? Solange es noch hell ist, nutze ich das. Wann geht's unter, die Sonne? Ach, okay. Ein bisschen haben wir noch, aber nicht mehr viel. Und deswegen muss das Schaf leiden, ja? Wer hätte es gedacht? Nur als ob, was? Warum ist der Golem hier hinten, hä? Warum verlässt er das Dorf so weit? Geht er überhaupt jetzt noch zurück, oder was? Hä, das haben die doch früher nie gemacht, oder? Das Dorf so,
weit, also sich so weit von dem Dorf zu entfernen. Also, keine Ahnung, habe ich so absolut nicht in Erinnerung. Und ja, schon merkwürdig. Aber naja, so.